So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Bus Simulator 21. Wir machen heute weiter mit dem Aufwerten von Sonnstein auf Stufe 3. Wir sind noch immer ganz auf Stufe 2. Also es ist halt noch ein bisschen zu fahren, Leute. Es ist halt jetzt ein bisschen nervig. Klar, weil die Haltestellen einfach beschissen liegen. So ist das halt. Aber wir sind zwar wieder als Autoplan, weil wir eigentlich viel zu früh unterwegs sind, aber es ist egal. Ist das schon die eine Stelle? Die eins? Oder ist das die andere? Was ist das für eine Haltestelle? Nummer 7 ist das. Das ist viel zu früh. Okay. Ich sehe natürlich noch keine Leute. Warum auch? Die stehen jetzt, wenn du an der 2 noch vorbeifährst, stehen noch keine Leute. Die stehen dann erst, wenn du die 1 gemacht hast und die 2 anfährst. Ja, wie gesagt, wir haben zwei Bus auf der Strecke unterwegs, der uns ein bisschen helfen soll, die Route zu absolvieren und die Haltestelle aufzuwerten. Umso mehr Busse natürlich unterwegs, umso schneller geht das auch mit dem Aufwerten. Aber ich kann halt nicht allzu viel einsetzen. Weil die halt alle erst auf 1 sind und da kann ich maximal 2 Routen einbauen. Und wenn ich die auf 2 habe, kriegen wir dann 3 Routen, auf 3 oder 4 Routen, etc. Ich glaube, so ungefähr ist das dann. Ich habe tatsächlich bei der letzten Stadtteil jemanden gesehen, der halt, ich habe die ja auf 5 alle aufgewertet, so ein paar weniger, die halt drüber sind. Der Kollege hat die alle auf 10. Ich weiß gar nicht, was das Maximum der Haltestellen ist. Aber bis ich die auf 10 alle hätte, alle Haltestellen, es sind ja in Agent Shores, sind es ja insgesamt 137 Haltestellen. Das weiß ich durch Zufall. Ich habe sie nicht alle gezählt. Ich habe aber einen YouTuber, wo ich die selber geguckt habe, die Folgen, der mir viel geholfen hat, bei manchen Missionen, die anzugehen. Also dann noch die Route zum Beispiel von der letzten Mission. Der hat eine Route gebaut, die einmal alle 137 Haltestellen miteinander verbindet. Oh, da. Der ist noch nicht. Und daher wusste ich, wie viele Haltestellen sind. Wie viele das hier sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die Mission, ich habe jetzt nicht gezählt. Ich weiß nicht, hat da jemand irgendwie eine Anzahl? Der Haltestelle, es dürften weniger sein, ne? Es dürften vielleicht 100 sein oder 200. Geh weg! Ah, scheiße, Mensch. Da habe ich euch gar nicht gesehen. Das Problem ist halt, wenn du einfach mal in so eine Seitengasse reinfährst und die Stick einfach komplett unübersichtlich ist. Man sieht einfach nicht, wo, ob da irgendwo was steht. Klar, da fährt man vorsichtig rein, guckt rein, ob da nicht irgendwas sein könnte. Man macht das etwas anders, als das, was ich jetzt gerade getan habe. Ja, es ist nervig, ey. Vor allem jetzt diese Leerfahrt zur Müllerstraße. Das frisst halt extrem Zeit, das Ding hier. Es ist gerade ein bisschen perfekt. Es tut mir leid, liebe Leute, dass ihr das jetzt alles gerade ein bisschen mitmachen müsst. Ich hätte es gerne. Ich habe den Blinker nur rechtzeitig gesetzt. Also warum jetzt? Er sagt gerade, hör, setz den Blinker, du bitte. Ja, wir sind da, ne? Ja, wir sind eh schon außerplanmäßig, oder? Ist das die eine Stelle schon? Ja, ne? Ja. Hurra, wir haben es geschafft. Und jetzt sagt mir bitte, dass ich schon auf 2 aufwerten kann. Weil der Bus noch nicht da ist, der Kollege noch nicht da ist, der ist nämlich hinter uns. Der kommt, ne, da kommt er erst. Machen wir den kurzen Rad, dann wird's halt. Ich habe gar keine Möglichkeit, das hinter uns zu machen, ne? Ich bin gerade auf. Ist das durch schon? Ja, warte mal, guck gerade, ob die Hand.
Professor Höhn ist mein Mentor. Ich habe ihm so viel zu verdanken. Wo habe ich denn fast gerade gefahren? Ernsthaft jetzt? Wo habe ich den scheiß Fußgänger angefahren? Ha! Hey! Ich muss auch mal gucken. Das Folge mit dem gemeldeten Auto, sie irritiert mich. Genau das meine ich einfach. Da kommt Fußgänger drüber. Was macht man als kluger Autofahrer? Weil der Bus rausfahren will? Genau, weil sitzt sich eisekalt daneben. Ey, sind das Idioten teilweise. Ja, es gibt manche Leute, so manche Köpfe dabei, echt. Wie gesagt, ich erlebe solche Situationen natürlich auch gerne in Real Life. Ja, ich kenne eine auf einer Strecke von uns, das ist eine enge Kurve. Mein Bus ist 13 Meter lang. Es gibt viele Autofahrer, viele, wirklich viele, die dran denken, okay, ich halte den Bus die Strecke frei. Ich brauche beide Spuren zum Abwehr. Oh, ja. Oh, das ist Windfeld. Ich brauche beide Spuren teilweise zum Abbiegen. Ich habe schon einen Autofahrer gehabt, das war ein Lieferwagenfahrer von irgendeiner Firma. Selbst wenn ich wüsste, würde ich den Namen nicht nennen. Was hat er gemacht? Sich die Kurve so enger gefahren, dass ich eine Bremsung machen musste. Die Ampel war grün, ich wollte drüber, wollte durch. Er zieht so eng zu, dass ich eine Vollbremsung machen musste. Ey. Und er bleibt ja auch stehen und guckt mich blöd an. Und fährt dann weiter. Ich war kurz davor zu sagen, Fenster runter machen und wollte mal den Verstand fragen. Gut. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich ziehe dann nämlich ein Stück rüber nach links in die andere Spur, dass mir, also so wie ich das jetzt hier auch gerade gemacht habe, um rechts abzubiegen, um ein bisschen Platz zu lassen, weil da rechts so Betonpöller, Pfeiler, was auch immer sind. Ey. Und die Leute, ich guck da mal blöde, und dann stell mich genau daneben. Wie gesagt, es gibt. Einige wenige. Viele Autofahrer, die denken mit, die bleiben dann, okay, die wissen, die bleiben hinter dem Bus, lassen den rum und fahren dann in Ruhe vorbei. Ja, so geht's auch. Bisschen Rücksichtnahme, Leute. Warum muss man sich eigentlich im manövrischen nicht, angeblich nicht vorhandenen Lücken quetschen? Man fährt halt ein großes Fahrzeug und der braucht halt Platz beim Abbiegen. Was macht man, wie gesagt, als Autofahrer? Nein, ich stelle mich genau daneben oder was auch immer. Ich habe auch schon einen Autofahrer gehabt, ich stehe nicht ganz umsonst in der Abspiegelspur, wenn ich rechts abbiegen will, schräg drin. Man fährt über den Bürgersteig, damit man an dem Bus noch vorbeikommt und sich daneben sitzen kann. Entschuldigung. Ich wollte es euch jetzt anrufen. Das ist so. Ist es immer noch Windfeld Ost, leider. Die ist halt schon ein bisschen mehr besucht, die Fritte hat angefangen. Die 2 ist, geht die eigentlich relativ schnell hoch. So, warte mal. Achso, ich habe eine Fahrgast mit Rollschuhen. So, weiter geht die Reise. Ich bin, wie gesagt, schon eher außerplanmäßig, ist mir auch egal. Weiter geht die Reise. So, hier ist nämlich ein Bürgersteig. Hier, ein Fußgängerüberweg. Hier kann man nämlich ohne Probleme. Ja, jetzt bist du wieder Sonnenstadt, Unterstadt. Das ist jetzt wieder ein ewig langer Weg. Wie ihr seht, es geht eigentlich sogar. Das ist nicht so weit, aber das sind halt. Sonst hat sehr viele Haltestellen, die sehr weit auseinander liegen. Und das ist halt extrem viel Fahrerei. Ich habe letztes Wochenende meine Ziege zu Jasons Ziegenladen mitgebracht. Sie fand es toll. Ja, so, kleine Anekdote, das Leben eines Busfahrers natürlich. Es gibt halt leider Gottes ein paar, sagen wir mal, nennt man es jetzt. Ein paar nicht so mitdenkende Menschen, um das mal ein bisschen nett auszudrücken. Die schaffen es immer wieder, dass ich mich aufrege.
Ich habe bis vorhin, wo ich früher gefahren bin in der Stadt, ich habe jeden Tag für mich so meinen Depp of the Day gekürt. Also Depp of the Day, das sind immer irgendwelche Leute, die sich meiner Meinung nach besonders daneben benehmen. Wieso ist das falsch 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 gefahren? Ich bin abgebogen. Und unter Sonnenstein. Oh, so ein schöner Tag. Ich erkläre euch gleich warum, was ich meine. Meine Fahrkarte, Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. So. Danke. Vergessen, die Haustür anzuschließen. So, weiter geht die Reise. Ja, Thema Death of the Day. Meine Top 3. Platz 3. Eine Mutter mit Kind. Es ist eine Straße. Parken, zwei Seiten. Man passt mit dem Bus, LKW so ziemlich gerade durch. Diese Mutter mit dem Kind stand in der Parklücke so schräg drin. Ungelogen. Dass die Reifen stand hinten auch mit auf dem Fußweg. Ich kam mit dem Bus nicht vorbei. Habe dann ein bisschen gehupt, weil ich weiter wollte. Ich hatte einen Fahrplan. Diese Mutter guckt mich an und macht erstmal weiter. Ich habe dann so gesagt, okay, ich setze das Kind kurz rein und fahre das Auto rein. Und von Anfang an sich richtig rein. Das juckt mich das einfach nicht. Ja, ich weiß, Mutter mit Kind. Das geht nicht immer so schnell. Aber wie gesagt, man kann ja von Anfang an sich so richtig reichen. Man weiß ja Bescheid, man weiß, dass da bist du lang war. Naja. Platz Nummer 2. Ich stehe an einer Haltestelle. Eine Frau hinter mir. Ich blinke links raus, fahre raus aus der Haltestelle. So, diese Frau überholt mich, während ich rausfahre, setzt sich quer vor mir, sitzt sich dann vor mich, quer, ob er vor mir an Ampel steht. Wie gesagt, die hindert mich beim Rausfahren, weil sie unbedingt, während ich rausfahre, noch überholen muss. Da denke ich mir auch, Alter, was ist das, Leute? Platz Nummer 1. Das ist mein Oberdepp of the Day. Ebenfalls eine Frau. Gleiche Straße wie beim dritten. Steht schräg auf einem Fußgängerüberweg, weil sie, glaube ich, zum Bäcker wollte. Ich spreche diese Frau darauf an, ich sage, warum wollen Sie, parken Sie da? Diese Frau gibt mir ein Zeichen, von wegen machen Sie, bleiben Sie mal etwas ruhiger. Nee, kann ich nicht, durch die solche Situation. So, dann habe ich gesagt, liebe Frau, setzen Sie mit dem Auto weg, ich müsste jetzt weiter. Und dann gibt mir diese Frau ungelogen, gibt sie mir diesen einen Kommentar, wo ich bisher denke, oh ey, da muss ich richtig ruhig bleiben, sonst wäre ich da richtig hochgefahren. Bleiben Sie mal ruhig, Sie haben doch Zeit. Ich bin nur 5 Minuten beim Bäcker. Da muss ich richtig... War wirklich, das ist Otto, das ist ungelogen. Das ist genau dieser... Es kam genau dieser Kommentar. Da war kein Fußgänger. Die Frau habe ich gesehen, die war weit weg. Ey, da muss ich richtig ruhig bleiben, dass ich die nicht rund gemacht habe. Die hat ich so knallhart gerade rund gemacht. Ich habe gesagt, bin ich ruhig geblieben, habe gesagt, wenn sie Auto bitte wegsetzen würde, sonst muss ich die Polizei rufen. Hey, sie haben doch Zeit. Nein, ich habe einen Fahrplan, den habe ich einzuhalten. Und ich muss nicht irgendwelche Deppen, wenn ich an meine Arbeit geändert. Oh, ey. Sie haben doch Zeit. Und ich hatte jetzt vor kurzem, vor 3 Wochen waren es, glaube ich. Da hatten wir auch auf der eine Route nach Leipzig, hatten wir Umleitung. Und wir hatten eh schon verspätet. Ich hatte, glaube ich, 8 Minuten oder so drauf. Fahre los, habe die Leute rausgelassen, will links rum. Und so da im Parkplatz rum. Steht dort eine Frau mit ihrem Auto so in der Kurve drin, dass ich mit dem Bus nicht räumen kann. Wie gesagt, mein Bus hat 12 bis 13 Meter lang. Länger, ich glaube, 12 Meter sind es. Und die war nicht zu finden. Die war wirklich nicht zu finden. Ich habe die dann gesucht, bin dann ausgestiegen, habe die dann gesucht,
Also nicht weit weg vom Bus, weil, ne? Ist ja Geld und so als drin im Bus und ich habe keine Menschen, haben lange Finger. Gott sei Dank hat das Ordnungsamt das mitbekommen. Wie gesagt, für die Frau ist es halt scheiße, klar. Die war dann, wie gesagt, im Handyladen irgendwo drin, bisschen schick, die kam dann angedackelt in Ruhe. Entschuldigung. Ja, da muss ich auch richtig ruhig bleiben, die hätte ich auch so ein bisschen rot gemacht. Ich wollte die eigentlich dann wirklich dann verstanden haben, wie kann man da auf die Idee kommen, so da zu parken. Das sind ja die Leute, ja, ich muss mal fünf. Also ich fahre jetzt mal vorsichtig, weil die habe ich jetzt gesehen diesmal. Und er hat das Auto gesagt, Gott sei Dank gesehen, die hat auch Foto von dem Kennzeichen gemacht. Also diese Frau hat wirklich ein Knöllchen bekommen und die hat es meiner Meinung nach verdient. Weil wer so beschissen parkt und erstmal den kompletten Verkehr aufhört, ich habe da bestimmt noch mal 6 Minuten, 7 Minuten verloren. Meine Pause war ja nicht, die Stromleitung war keine Pause, ich hatte 10 Minuten an der Stelle, bis ich die Route noch mal zurückfahre. Die war ja schon weg. Und dann bin ich mit gleich 5 oder 6 Minuten Verspätung schon auf diese Route gegangen, wegen dieser Frau. Und das war der Grund, warum ich dann so hochgegangen bin. Aber ich dachte, sowas regt mich dann einfach auf. Wenn ich also blöde Sprüche auf dem Weg bin, bleiben sie mal ruhig. Oder sie haben noch Zeit. Nee, dann bleib ich nicht ruhig. Ja, wolltest du jetzt mal runter schon, ne? Wie gesagt. Ja, ich hab die vergessen schon. Hab die gerade schon. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Also. Okay, machen wir doch. Halt, du brauchst 2. Achso, der Rollstuhlfahrer ist ausgestiegen. Okay. So, Seniorenticket, einfache Fahrkarte. So, ich mache die Route jetzt noch zu Ende. Dann werde ich mich ein bisschen um Essen kümmern und vielleicht dann erstmal noch ein bisschen fahren. Ich will dieses Ding eigentlich gerne abschließen, diese Mission. Es kann aber sein, dass wir sagen, wir machen diese Mission erstmal in der nächsten Folge weiter. Oder beziehungsweise dann in der nächsten Session weiter. Der Sonnenleitnerhof, ja, wir haben sowieso nicht mehr so viel, wir haben so freie Haltestellen. Vielleicht sollte ich nachher nochmal weiterfahren. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen zocken, ein bisschen Need for Speed zocken, aber ich zocke ja momentan, wie gesagt, auf der PlayStation 3 Need for Speed Carbon. Und da bin ich nicht weit weg vom Ende. Das wäre das erste Mal. Ich habe tatsächlich Need for Speed Carbon noch nie zu Ende gespielt, weil immer irgendwas dazwischen kam. Aber jetzt habe ich scheinbar die richtigen Autos, richtige Einstellungen gefunden, dass es ohne Probleme klappt. Naja, und das wollte ich heute auch noch ein bisschen spielen, aber wie gesagt, da wird noch ein bisschen was dazwischen kommen. Ich denke mal, das wird heute nicht mehr so schaffen. Aber ich werde es dann schauen. Wir schauen, wie weit ich da hier noch mit der Mission heute. Ich denke, es wird sein, dass ich hier gleich eher breche. Dass ich sage, ich fahre die Route noch zu Ende, dann machen wir hier einen Folgenbreak. Einen Aufnahmebreak. Und dann werde ich das in der nächsten Aufnahmesession, die hoffentlich bald kommt, nochmal angehen. Ja, so mache ich das. Ich werde es heute nicht mehr fahren. Genau, ich werde es heute noch nicht mehr zu Ende machen. Das ist die erste Mission, die ich nicht in einem Rutsch und einer Aufnahmesession schaffe. Ich will ein bisschen was essen, wie gesagt. Dann kann ich das auch noch ein bisschen zocken und dann in der nächsten Aufnahmesession machen wir es dann durch. Ja, das ist der Plan an der Sache, genau. So machen wir das. Dann kommt auf jeden Fall eine Folge raus. Und ich muss dann nicht 10.000 Folgen kopieren und schneiden. Ich werde dann eine Folge schneiden, die hochladen. Da auch ein bisschen Material drin. So, ich kann dann einen schon ausbauen. Den Sonnenleitnerhof kann ich ausbauen. Gut, die haben wir eben schon mal gelöscht, ne? So. Gut, weiter geht's. Komm, Mann mit Hut. Dankeschön. Boah, den habe ich vergessen. Den habe ich tatsächlich zu spät gesehen. Da hätte ich mich nochmal nach links gucken sollen. Okay, den ist jetzt verdient. Aber wie gesagt, die anderen habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Weil ich wollte gerade gedacht, okay, der Mann mit Hut geht rüber. Und dann ist frei und dann habe ich dich doch mal links geguckt und bin dann durch. Und in dem Moment, wo der aufgetaucht ist, konnte ich nicht mehr bremsen. Naja, ist ja jetzt passiert.
fahren auch schon viele wieder Fuß. Ich habe 3 oder 4 Fußgänger schon heute mitgenommen wieder. Das sind halt 80.000, ne? Das sind 20.000 Fußgänger. Vielleicht sollte ich die Strafen für die Fußgänger mal fahren, mal ausstellen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Weil dann kostet es nicht so viel. Und wir verdienen ein bisschen mehr Geld. Aber das ist ja, wir sind immer noch relativ am Anfang der Mission. Ich glaube, wir haben ja 10 Missionen oder so vielleicht. Die kommen bestimmt alle, die großen Missionen. Wo wollten die hin? Da fahre ich halt rüber. Sonnig! Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. 28. Und das liebe ich, ne? Oh. 1,80 € kostet die scheiß Fahrkarte. Was macht man? Man legt einen 20-Euro-Schein hin. Diese Frau, würde ich mittlerweile sagen, entweder ein bisschen kleiner oder bis dann. Entweder ein bisschen kleiner lassen oder aussteigen. Ich habe letztes Mal eine gehabt, die wollte eine Karte nach Leipzig haben, die kostet 7,10 Euro von unserem Standort. Die legt mit Fuffi hin. Das war so mit einer der ersten Routen. Ich habe da nicht so viel Bargeld mit. Ich habe nie immer alles komplett komplettes Fahrgeld mit. Ich habe hier noch extra. Ich liebe Leute. Ich liebe Menschen. Ach, fahr meine Fresse, ey. Man muss doch die scheiß Lücke nicht zumachen unbedingt. Wo habe ich denn schon was gefahren? Fick doch doch, Alter. Ey. Wo zur Hölle habe ich einen fucking Fußgänger angefahren? Was ist das sowieso extrem beschissen gemacht mit dieser Haltestelle hier? Ernsthaft, hier bin ich jetzt festgefahren. Okay, da kommen wir nicht hoch. Hau ab, meine ich mal! Ich fahre nur eine Scheiße zusammen. Gameplay und so. Ja, genau. Gut, ich bin wahrscheinlich hier aufgesetzt. Das ist sowieso extrem bescheuert hier immer wieder. Mit der Haltestelle, dass man hier vor allen Dingen noch drehen muss. Alter, ey. Ich habe so viel Fußgänger erfahren, das ist so teuer, Alter. Wie viel haben wir denn überhaupt mittlerweile noch? 100.000 gerade mal. Oh, das tat weh. Das sind bestimmt nochmal 100.000 weg gewesen. Oh, das tut weh. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann hoffentlich ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen vorproduziert, damit ich für euch tatsächlich folgen kann, aber nicht irgendwas wieder ausfällt, was nicht sein soll. Gerade Thema Bus-Simulator, das möchte ich gerne durchziehen, soweit. Dass da immer jetzt auch eine Folge kommt, gerade weil ich so eine geile Community mittlerweile habe, die auch viel mitmacht. Und sie guckt sich den Scheiß, den ich heute verzapfe, auch an. Das ist das Problem bei der Sache. Ich weiß nicht, wie gesagt. Naja, ist halt so. Es tut mir leid. Aber wie gesagt, warum man. Ich soll nicht die Haltestelle vielleicht die Plattform nennen, wenn es eine Haltestelle ist, das wäre natürlich eine Idee. Oh, ja, es wird jetzt eh für Zeit fürs Bettchen gleich. Ich bin seit. Wir haben jetzt 20 nach 6 am Abend. Also, wenn die Folge rauskommt, hier ist es kurz nach 4. Ich stehe jeden Morgen um 3:30 auf. Bin irgendwann einfach müde, gerade weil ich gestern, also am Montag, eine 12,5 Stunden Schicht hatte, die hätte ich heute eigentlich auch haben sollen, wurde dann aber doch nochmal von der Chefetage umgeworfen, Dankeschön dafür,
Also ich meine das jetzt ernst, weil so 12,5 Stunden, und das heißt, sollte ich eigentlich jeden Tag fahren, wäre das sehr, sehr anstrengend geworden, auf Dauer. Das merkt man halt irgendwann einfach. Auch wenn man dann sagt, du fährst doch nur ein bisschen Bus. Ja, aber es ist trotzdem scheiße anstrengend. Weil du dich wirklich, ob man es glaubt oder nicht, extrem konzentrieren musst und auf so viele Sachen achten musst und okay, da schwimmt ein Verhältnis rechts. Teilweise mit solchen Köpfen um sich, sich durchschlagen muss. Ey. Ach, die ist schon auf 2. Oh Gott sei Dank bin ich die Haltestelle bald los nach dem nächsten Versuch. So, liebe Leute, ich muss hier einen kleinen Break machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Busse Nummer 21. Und dann geht's hoffentlich zum letzten Mal hier durch Sonnstein. Bis dahin. Ciao.